Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist mal wieder ein Flop- und Aussortiert-Video am Start für euch. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesen Videos sind halt immer die Produkte drin, die bei mir nicht so funktioniert haben. Was nicht heißt, dass die Produkte an und für sich schlecht sind. Das ist halt einfach nur eine persönliche Geschichte von mir. Das heißt, wenn es dein Lieblingsprodukt ist, go for it. Verwende es. Ich finde es großartig, wenn Produkte, wo Menschen Zeit investiert haben, das Produkt zu entwickeln, bei Menschen funktionieren. Ne? Dementsprechend ist das jetzt auch kein Bash-Video oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, ich teste ja immer wieder gerne für euch Produkte aus. Wenn sie nicht funktionieren, kommen sie in diesen Behälter und werden in diesem Video gezeigt, in diesem Format. Was passiert mit diesen Produkten? Sie gehen an verschiedenen Stellen. Zum einen habe ich ja Trash-Pakete am Laufen, also das Trash-Wanderpaket Werde dein Trash los oder auch mein Trashisaurus oder das kleine Trashy. Dann habe ich auch noch die Kanalmitgliedschaften hier, wo man ab der Stufe Ehrenbürger sich immer wieder die Produkte auch aussuchen kann. Das heißt, da stelle ich im Community-Tab auch die Bilder online von den Produkten und dann kann man sich das aussuchen und monatlich verschicke ich dann die Boxen immer auch. Und ja, ein Teil wird gespendet, ein Teil kommt tatsächlich auch in den Müll, wenn es einfach nicht mehr gut ist, und ein Teil geht auch an Familie und Freunde, wenn die einfach auch mal auf der Suche nach genau so einem Produkt sind. Und tatsächlich ist es so, dass Produkte, die ich aussortiere, bei meinen Freundinnen auch echt oft funktionieren. Ne? So, nicht lang quatschen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr super gerne übrigens auch in den Kommentaren euch suchen und finden und selber Trash-Pakete gründen oder Tauschpakete. Es gibt schon diverse Gruppen, das sehe ich immer wieder auch in den Kommentaren, die sich gebildet haben, und das finde ich total cool. Und ja, ich lege eben kurz noch mal ein bisschen Lipgloss nach. Das ist hier aus der neuen Maxim Collection. Also ihr seht, wann ich dieses Video drehe. Was ist das heute? Ist der 29. Juli. Das heißt, die Sachen sind alle safe schon nicht mehr bei mir. Ne? Das ist immer ruckizuck tatsächlich dann nicht mehr hier. Ich starte einfach mal mit Puder Foundations. Hatte dieses Jahr ja, oder letztes Jahr, doch Anfang dieses Jahres, ne, so ein bisschen Hype. Ich habe mir auch welche bestellt, weil ich dachte, das können funktionieren. Manche haben auch wirklich gut funktioniert, aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, ich greife da nicht so wirklich zu. Deswegen habe ich hier einmal von Manhattan die Lasting Perfection Geschichte. Die wird weiter wandern, weil ich einfach, wie gesagt, nicht dazu greife. Wow, ebenso verhält es sich mit der 16 Hours Cover and Last Powder Foundation von Essence. Das ist einfach nicht meins. Und tatsächlich auch, die mochte ich eigentlich eine Zeit lang ganz gerne. Aber ich habe gemerkt, dass ich es einfach viel lieber mag, wenn ich einfach eine BB-Cream und dann ein Puder verwende. Das ist einfach mehr so meins. Ne? Das ist für mich zuverlässiger. Die von Maybelline, die wird jetzt auch aussortiert werden. Genau. Wie gesagt, keine schlechten Produkte. Einfach nur eine Sache, dass ich sie nicht so wirklich verwende. Dann habe ich hier auch das ein oder andere High-End-Produkt natürlich mit dabei. Das ist von MAC, habe ich von Look Fantastic zugeschickt bekommen. Ihr könnt dort auch shoppen gehen, wenn ihr möchtet. Claudi Welt ist dort mein Code. Das ist immer der maximale Rabatt, den es halt so gibt. Ne? Das habe ich, wie gesagt, zugeschickt bekommen, ausprobiert, und das ist einfach eine Glitzerbombe. Extra Dimension Skin Finish Wrapped in Gold. Nee, also es gibt schöne Highlighter von MAC, aber der gehört halt nicht zu denen, die meiner Präferenz entsprechen, kann man einfach mal so sagen. Ne? Jo. Und deswegen darf das weitergehen. Ich bin halt eher so ein Fan von Glow from Below oder Ein Hauch von oder so wie jetzt. Halt, ich habe Maxims Produkt, ich habe gerade das Schminki nämlich gedreht. Ne? Das mag ich einfach super gerne. Das ist auch für mich schön an mir. Ne? Und wenn jemand mag, kann man sich das auch gerne gönnen. Also auch Glitzer mag ich gerne, habe ich jetzt ja auch auf dem Auge drauf, aber ich brauche es nicht unbedingt auf meinen Wangen. Dann habe ich gemerkt, dass ich halt auch nicht so gerne diese Augenbrauen-Fixierungsgeschichten in diesen Pöttchen verwende, weil ich es da einfach zu umständlich finde. Witzig, ne? Puder Foundation ist mir zu wenig umständlich und zu unzuverlässig, und sowas ist mir zu langweilig, ich weiß nicht, obwohl das von Catrice halt richtig gut war eigentlich. Ne? Das ist dieses Browfix Shaping Wax. Ja, das von Westbahn Co., das habe ich von Purish mal bekommen. Da könnt ihr mit Claudis Welt 15 auch auf super vieles immer wieder sparen. Habe ich jetzt aussortiert, weil es leider Uppe ist. Also das ist halt irgendwie hart geworden. Sieht man das? Das ist halt einfach irgendwie gekippt wahrscheinlich. Als Sarah Isabel hier war, sagte die auch, irgendwie sieht das merkwürdig aus, oder? Mhm, tut es definitiv. Deswegen ist das tatsächlich mal ein Produkt, was in den Müll kommt. Von KVD habe ich hier ein Super Pomade in der Farbe Taupe 20. Ich verwende keine Augenbrauenpomaden, seien wir mal ehrlich. Ich habe jetzt eine behalten, das müsste die von Benefit gewesen sein.
Aber ansonsten greife ich da einfach nicht so wirklich zu. Und das hat eine wunderschöne Verpackung, ne? Definitiv. Von Nee, das ist eine Augenbrauenpomade von, ja, bekommt ihr bei Dalton. Ich weiß nicht, ob ich da auch einen aktuellen Code habe. Blende ich euch dann gerne mal ein. Verwende ich halt auch nicht, ne? Wobei die schön ist auf meinen Augen, keine Frage. Aber ja, Trivi Grey ist die Farbe. Nebenan erzählt Julius gerade einiges, da schaut sie gerade nämlich mit ihm. Okay, wird auch aussortiert. Mensch, und was ich halt auch nicht so wirklich verwende, sind diese Augenbrauen gefärbten Produkte, weil, ja, ich rasiere mein Gesicht tatsächlich ab und an mal, ne? Aber ich habe hier einfach sehr häufig dann halt auch so feine Härchen und da muss man immer drauf achten, habe ich jetzt gerade mein Gesicht rasiert oder nicht, kann ich es verwenden oder nicht. Das ist mir einfach zu kompliziert. Stick it von NYX, die Augenbrauen-Mascara. Nicht mehr bei mir. Noch eine Augenbrauenpomade von Colourpop habe ich hier in Arched Auburn. Ich weiß gar nicht, ist die noch gut? Doch, da habe ich eben auch mal reingepackt. Ja, habe ich mal ordentlich auch wohl verwendet, aber das sieht immer so matschig bei mir aus. Dann habe ich hier noch einen von MAC. Auch das ist einfach zu glitzernd. Auch das ein Extra Dimension Skin Finish. Let It Glow. Ja, das sagt der Name ja schon, Claudi, ne? Und der ist halt auch zusätzlich noch zu kühl. Ja, ist hübsch von der Verpackung, ne? Habe ich mir auch mal gekauft, fand ich großartig. Habe ich dann auch sein lassen. So, dann habe ich hier eine komplett matte Palette von bei Beauty Bay. Die haben ja wundervolle Lidschattenpaletten, aber ich habe ziemlich viele von denen da, die auch wirklich toll von der Konstellation sind. Die hier ist extrem schön vom Verpackungsdesign her. Wirklich hübsch, ne? Die Reihe mochte ich auch gerne. Ich meine auch, dass ich diese hier mal zugeschickt bekommen habe. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und da haben wir halt sehr krasse Neontöne mit dabei, die matt sind. Im Prinzip kannst du diese Palette nehmen und sie einfach mit einem Highlighter kombinieren oder mit so einem super glowy, super shimmery Highlighter und hast im Prinzip dann ja auch Schimmertöne. Aber das ist mir witzigerweise zu umständlich, deswegen wird die jetzt gehen. Diese Palette ist einfach zu klobig. Ich weiß nicht, was Luna Beauty sich dabei gedacht hat. Outer Dimension finde ich an und für sich als Palette schön. Ist eine Face-Palette, aber du hast hier einfach zu viele Töne drin. Einfach zu viele Töne, die ich nicht verwende, ne? Und deswegen wird die gehen. Also ich verwende als Bronzer entweder den Nude Sky oder den Bronze Sky, eigentlich eher so den Nude Sky. Und ja, schon dieses Gelbe verwende ich nicht. Das hier verwende ich eher auch weniger, das Peach Sky, wenn dann Pink Sky oder Bright Sky. Also die drei Töne hätten bei mir gereicht. Und klar, du kannst dir das alles mit diesen beiden Tönen mischen. Ich weiß nicht, ob er sich dabei gedacht hat, naja, damit jeder halt irgendwie was verwenden kann. Weiß ich nicht, aber nee, ist mir zu groß. Die Goldie-Palette von Mrs. Bella in Kooperation mit BH Cosmetics sortiere ich jetzt einfach mal schweren Herzens aus. Ich habe sehr viele sehr schöne Highlighter, da muss man dann auch einfach mal sagen, nee, irgendwas muss gehen. Denn den Gleam kann ich noch gerade so verwenden, ne? Der ist auch wirklich wunderschön und der ist sehr, sehr intensiv. Der Glisten ist mir zu goldig und der Glow ist mir zu glitzernd. Ja, und die sind schön, die sind weich, die sind klasse, die gefallen mir eigentlich auch, ne? Aber ich greife da nicht so zu. Da war ich ein bisschen verwirrt drüber. Von The Body Shop ist das ein Exfoliating Hand Wash. Mandarine und Bergamotte hatten wir, glaube ich, im Adventskalender drin, ne? Es ist eigentlich eine ganz interessante Sache, weil du hast hier Peeling-Partikel mit dabei. Das hat mir nur wirklich auf Dauer die Hände so dermaßen ausgetrocknet, dass ich mir gedacht habe, das kann ich nicht bringen. Und da einfach zwei Seifenspender stehen zu haben, fand ich auch irgendwie zu blöd. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal aussortiert. Ich verwende Handpeelings, aber nicht in der Menge tatsächlich, ne? Und ja, deswegen ist das jetzt einfach mal vorbei mit uns beiden. Dann habe ich hier einen Concealer aussortiert. Ich weiß gar nicht, ob der noch gut ist. Da müsste ich jetzt einmal meine Nase dran halten. Von XX Revolution ist es nämlich der. Der ist mir zu hell. Doch, der ist auch noch gut, aber der ist zu hell, der ist zu intensiv, der ist mir einfach zu krass und deswegen habe ich den jetzt aussortiert. Ich weiß gar nicht, CX1, das ist schon eine krass helle Farbe, ne? Also ja, und da ist auch super viel Produkt drin, den werde ich im Leben nicht aufbrauchen können. Also nein, den habe ich jetzt gerade im Gesicht. Das ist von Riva Loves Me aus der neuen Sortimentsgeschichte. Der Highlighter Stick in der Farbe 02 Sundown. An und für sich sehr schön, wenn man das wirklich sehr subtil mag. Mir ist da wirklich zu wenig, weil Creme-Highlighter oder Stick Highlighter verwende ich halt immer unter meinem Puder. Und sobald ich hier das Puder drüber gebe, ist der halt einfach weg, ne? Und
Die Blush-Palette hat halt einen so einen Ton auch mittendrin. Den finde ich klasse. Den kann ich sehr empfehlen. Der hier wird jetzt ausgemistet von Catrice, der One Drop Coverage Weightless Concealer in 003 Porcelain. Der hat sich auch schon getrennt. Also man sollte immer mal wieder auch seine Produkte in die Hand nehmen und schauen. Also mit den Sinnen halt erleben. Ne? Man sollte sich das Produkt angucken, man sollte es riechen und fühlen und gucken, ob sich Konsistenz, Farbe oder Geruch irgendwie verändert haben. Und wenn das nicht mehr gut ist, dann sollte es gehen. Nagellacke werden bei mir aussortiert, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil ich sie einfach zum Beispiel in doppelter Ausführung habe, beziehungsweise ich habe schon einen schönen roten, tomatenroten Nagellack von Essie. Da muss der von Nails Inc. jetzt einfach gehen. Ich habe mich entschieden, dass ich diesen Concealer... Nee, den werde ich auch entsorgen. Der ist, glaube ich, auch echt schon ein paar Jährchen älter. Ne? Dann habe ich hier von Riva Lauz mir die Hyperlicious Volumen Mascara aussortiert, weil die mir einfach zu wenig macht. Die habe ich heute erst verwendet und dann halt meine Nabla Vicious drüber gegeben, weil die einfach, die macht keinen Babawum. Die trennt die Wimpern, die macht auch einen Schwung mit rein, aber sie gibt halt nicht wirklich Volumen und sie gibt auch nicht die Fülle, die ich bei Mascara halt gerne habe. Ne? Deswegen einmal verwendet, tschüss. Auch dieses Augenbrauenprodukt ist einfach in der Farbe Light Brown 01 von Riva Loves Me. Das ist mir einfach zu hell oder zu braun, zu warm. Dann habe ich hier einen Concealer von Nee, der wird in den Müll kommen, weil der sich auch schon trennt. Kann man bei Dalton, wie gesagt, kaufen. Weightless Liquid Concealer, das ist dieser hier. Sehr, sehr schön, habe ich auch eine ganze Weile verwendet, aber muss jetzt gehen. Ja, das war leider nicht so gut. Also ich habe das tatsächlich bis hierhin aufgebraucht, sehe ich auch gerade. Das hat aber gekrümelt. Also ich habe das halt wirklich verwendet, wenn ich in den Garten gegangen bin und wusste, dass ich danach kein Make-up auftragen werde. Von M. Asam ist das das Sundrop Fluid mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist sehr, sehr ölig und wie gesagt, ich kann darauf kein Make-up tragen und es krümelt halt auch sehr. Deswegen möchte ich das nicht bei mir behalten. Ein Nagellack habe ich aussortiert. Da habe ich auch eine andere Farbe von Rival Loves Me oder Rival de Loop war die Bold Collection. Go Bold. Finde ich viel, viel schöner. Das ist von Essie in the Cabana. Das ist der hier. Auch eine wunderschöne türkise Farbe. Ne? BH Cosmetics, das ist mir zu gelb, das Puder. Under Eye Brightening Powder auf gar keinen Fall für unter die Augen bei mir. Das ist einfach zu gelb. Da bin ich ein Simpson. Von Tarte, auch das ist mir leider zu gelb, ist das Shape Tape Setting Powder Translucent. Ist aber bei mir leider nicht ganz so translucent und deswegen gebe ich das weiter. Ne, hat auch ein schönes Netz mit drin, kann man schön verwenden. Auf jeden Fall eine gute Geschichte, aber funktioniert bei mir halt leider nicht so. Dieser Duft verfliegt super, super schnell von Faint XOXO Violet. Ne, hatten wir, glaube ich, im Adventskalender drin oder in einer Pinkbox. Das bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall hat mich der Duft dufttechnisch begeistert, aber von der Haltbarkeit super enttäuscht. Hier dachte ich immer, dass ich dieses Produkt super gut finde, aber das war leider von Lancôme, das Advanced Genifique. Das hat mir eigentlich so gut gefallen und nicht von Estée Lauder, das Advanced Night Repair. Denn das hier funktioniert mit meiner Haut leider nicht. Meine Haut mag das nicht. Ich glaube, das ist auch mit Vitamin C oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass meine Haut davon irritiert wird und das möchte ich nicht. Ne? Super teures Produkt. Noch eine Augenbrauenpomade. Ich muss einen Schluck trinken. Ach, besser ist das. Von Kiko habe ich hier nämlich. Lasting Eyebrow Gel. Ja, ist nicht meins, wie gesagt. Ne? Augenbrauenpomaden mag ich nicht. Der ist gegangen, weil ich einen von Trend It Up habe. Das ist... Color of the Year 2018 war so eine Limited Edition, glaube ich auch. Ne? 2018 Cosmopolita, wunderschöne Farbe, auch sehr, sehr haltbar. Habe ich auch gerne und viel getragen. Ich glaube, das ist sogar schon meine zweite Flasche davon. Aber ich habe jetzt einen, wie gesagt, von Trend It Up. Noch eine Augenbrauenpomade habe ich hier von XX Revolution. Wir kennen das Spiel. Dann habe ich hier einen Concealer von Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eye Concealer. Ich glaube, der war mir zu trocken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein weiterer Nagellack von Essie ist hier. Love at Frost Sight. Eine extrem schöne Farbe. Furchtbar zum Ablackieren. Ich sag's, wie es ist. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch eine ähnliche Farbe da von Rival Loves Me, müsste das gewesen sein.
Ja, dann habe ich hier einen Liquid Blush, den ich aussortiere von Catrice X Jenny. An und für sich ein schöner Blush, aber ich werde den im Leben nicht leer kriegen und ich bin nicht so der ultimative Liquid Blush Fan. Ich habe jetzt die von Revolution in Kooperation mit Findet Nemo. Die gefallen mir sehr, sehr gut und der hier wird jetzt einfach dafür aussortiert werden. Eine Mascara von Revolution, also Mascara geht an Freunde und Familie, ne? Also das ist halt wirklich an den Schleimhäuten und meine Freundin und ich haben da nichts drum bei, Mascaras auszutauschen. Lift and Define 5D Lash Extra Dimension Mascara, die habe ich mir damals aus Versehen gekauft, weil ich damals diesen 5D Lash Pow Trend so cool fand und auch die Mascara, die ich übrigens aufgebraucht habe, sehr gut fand. Aber 5D Lash ist halt eine andere als die 5D Lash Pow Mascara. Dann habe ich hier von Kiko ein Puder oder bist du ein Blush? Nee, ein Puder, genau. Das ist halt so ein Finishing Powder. Tuscan Sunshine Perfecting Powder, das ist dieses hier, das habe ich aus anderen Limited Editions halt auch von Kiko und es dauert 100 Jahre, bis du sowas aufgebraucht hast, ne? Deswegen habe ich einfach nur eins davon behalten, das hier wird dann jetzt aussortiert werden, aber dieses Pressing da drin ist extrem schön, ne? Wunderschön, das wird sicherlich ein liebevolles Zuhause bekommen. Von Wunder 2 habe ich hier das Perfect Selfie Powder, was einfach sowas von weißelt, das ist sehr schade. Weil das sagt ja irgendwie genau das Gegenteil. Genauso ist hier auch das Eveline All Day Ideal Stay Matte Finish und Fix Press Powder nichts für mich. Zum einen, weil es halt wirklich relativ weißelt, aber auch, weil es sehr, sehr austrocknet. Das mag meine trockene Haut halt nicht so gerne. Wohingegen dieses Puder von Milani zwar einen wunderschönen Glow gibt, das ist in der Farbe 02 Hermosa Rose, aber es ist mir zu dunkel. Das kann ich halt fast schon als Bronzer verwenden und das finde ich dann halt auch irgendwie blöd, ne? Ja. Genau, dieses hier ist auch wieder sehr trocken, die Pro Base Full Coverage Matte Press Powder von MUA Makeup Academy. Das ist halt auch zu trocken. Ja, ich bin ordentlich durch meine Sammlung durchgefegt hier. Das hier wird in Müll kommen, weil das ist schon Asbach Physicians Formula Super BB. Das ist halt auch so eine Beauty Balm Powder Foundation Geschichte. Habe ich eine Zeit lang echt lange und intensiv getragen. Also ich habe da sogar eine Kuhle drin. Ich weiß nicht. Ich habe das letztens nochmal verwendet und mir gedacht, wieso habe ich das getragen und wie habe ich das hingekriegt, weil das mir einfach viel zu dunkel ist. Nee. Und deswegen, das kommt jetzt einfach mal weg. Dann habe ich hier eins, was zu weiß und eins, was zu gelb ist. Einmal von Rival de Loup aus der Pure-Reihe ist es, glaube ich, dann gewesen. Setting Powder. Ja, das ist weiß. Das ist einfach weiß. Wenn ich jetzt zu dunkle Foundation habe, könnte ich das theoretisch nehmen. Und das hier ist mir einfach zu gelb von Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder Instant Blur Effect. Genau, das ist einfach zu gelb. Ich habe halt von meinem Teint her einen eher neutralen Unterton, wenn nicht sogar eher kühl. Ne, deswegen ist halt bei manchen Dingen so, dass ich etwas aufpassen muss. Dann habe ich hier von Judith Williams das Mattifying Powder, sagt wieder der Name, es ist mir einfach zu austrocknend, mattierend. Hautperfektion und Feuchtigkeit. Also ich persönlich finde jetzt nicht, dass es Feuchtigkeit spendet, auch wenn Hyaluronsäure drin enthalten sein soll. Und ganz nebenbei bemerkt, ist mir das sogar zu dunkel. Das könnte man safe als Puder Foundation verwenden. Und ich weiß auch, dass Freundinnen von mir super gerne Puder Foundations verwenden. Also das wird alles hinhauen. Dann habe ich hier von Tamtam Beauty eins aussortiert. Das habe ich doppelt. Also ich habe das aus dieser Collection und auch noch aus einer anderen. Das ist das See-Through Loose Translucent Powder. Wie gesagt, wunderschön, aber ich werde das nicht als Backup brauchen. Deswegen geht eins dann weiter. Dieses hier habe ich auch echt gerne verwendet. Da ist auch gut was von raus, aber ich glaube, es ist mittlerweile einfach gekippt, weil es auch schon klumpt. Von Catrice, das Glow Illusion Loose Powder Translucent Radiance. Ne? Das gibt halt auch wirklich einen schönen Glow aufs Gesicht, was ich sehr gerne mag. Man sieht es ja auch heute. Da habe ich mir den Skin Enhancer von Reva Loves Me mit Maxim komplett übers Gesicht gegeben. Das mag ich super gerne. Und ich weiß, dass viele auch genau diesem Puder nachtrauern. Aber man sieht, es ist halt schon super klumpig. Also irgendwas ist da nicht mehr ganz so fein. Und da sind wir halt wieder bei der Optik. Die ist anders als die Optik, die es damals hatte, als ich es neu bei mir habe einziehen lassen. Dann habe ich hier eine Cream Blush Palette. Revolution Mad Love. Da haben wir das Suicide Squad hier drin. Und das ist eine, ich glaube, nur geswatchte Palette.
und die wird dann auch weiter wandern. Ne? Blush-Paletten finde ich an und für sich schön. Hier sind aber tatsächlich auch Töne mit dabei, die jetzt eher weniger was für mich sind. Zum einen dieses mega knallige Pink ist nicht wirklich was für mich. Das hier ist mir zu dunkel. Das hier geht gerade so und so ein Peach-Ton finde ich persönlich auch ganz schön. Ne? Aber wenn man die Hälfte der Palette nicht verwendet, sollte sie nicht auf Krampf behalten werden. Kiko hat mich in mehrerer Hinsicht verlassen. Hier habe ich nämlich nochmal das Waterflower Magic Blush in der Farbe 02. Ich habe halt sehr viele Kiko-Produkte und habe da einfach mal ein bisschen kritisch drüber geschaut und gesagt, du kannst nicht alles behalten, Claudi. Du musst auch mal ein bisschen Platz für Neues machen. Auch hier von Essence die Evil Queen aus der Villains Collection habe ich aussortiert. Das ist ein großer Blush, ein Maxi-Blush. Und der schaut so aus. Ich meine, dass es der Blush war, den ich einfach auf meinem Gesicht nicht gesehen habe, was sehr interessant ist, weil eigentlich bin ich hell und bei mir siehst du sowas schon. Ne? Ebenfalls von Kiko habe ich hier dieses Blush Tuscan Sunshine in der Farbe 01. Das ist zu hell. Für mich zu hell. Es ist für manche vielleicht sogar als Puder zu verwenden. Verrückt. Dann habe ich hier ein Puder aussortiert von Too Faced, das Peach Perfect Mattifying Loose Setting Powder. Das ist halt auch wieder, diese ganze Peach-Reihe war halt leider auch sehr mattierend. Ne? Da hatte ich auch mal die Foundation von. Das funktioniert bei mir halt nicht. Ist ganz süß, aber es ist auch für mich ein bisschen zu dunkel. Dann habe ich von Rival de Loop Into the Jungle diesen Bronzer aussortiert, weil der Schimmer hat. Das mag ich leider nicht so gerne. Und der ist mir auch zu warm, wenn ich mich richtig erinnere. Und Rival de Loop, beziehungsweise, nee, das war eher Rival Loves Me, hat auch sehr, sehr schöne Bronzer herausgebracht. Schatzi knatscht da hinten ein bisschen rum. Ebenso wie mit dem Jenny X Catrice Blush geht es auch diesen Cheeky hier an den Kragen. Ja, das ist schön, aber verwende ich halt nicht. Habe ich ein bisschen mal was verwendet und deswegen geht es halt ins Trash. Ja, ne? Ich musste mal hier zusehen. Was ist das denn? Ich habe ein bisschen umgeräumt. Dann habe ich von Rival Loves mir den Liquid Eyeshadow aussortiert. Da habe ich jetzt einfach andere da, die ich einfach super gerne verwende. Und gerade bei so flüssigen Produkten sollte man halt auch einfach mal ein bisschen kritischer drauf schauen. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift, den Brow Styling Pencil von Mizon. Das ist eine koreanische Marke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist mir zu dunkel. Ne? Der ist halt richtig aschig und richtig, richtig dunkel. Das ist nicht meine Farbe. Ich bin auch leider kein Fan von diesen Brow Fixing Gels, die halt so gefärbt sind. Das ist jetzt von dem Asam in der Farbe Light. Nee. Ne? Weil ich habe euch das ja eben schon erklärt mit meinen Stirnhaaren. Das trifft halt auch auf solche Produkte natürlich zu. Ja, da habe ich auch noch das Gimme Brow Plus in der Farbe 3 aussortiert von Benefit. Die Farbe 2 habe ich noch in meiner Sammlung, weil ich da dann doch tatsächlich ab und an mal zugreife. Etwas, wo ich leider nicht so zugegriffen habe, wie ich es anfangs dachte, ist hier von Rival Loves Me aus der Holy Grails bei Maxime Collection, die Liquid Eyeshadows. Ja, gerade dieses Rot fand ich sehr schwierig. Ne, das war nicht so ganz meins. Die andere Farbe habe ich jetzt zwar drin, aber die werde ich behalten. Da habe ich nämlich jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich sowas einfach besser verwenden kann, weil ich jetzt von Linda Hallberg, die LH Cosmetics, ne, da einfach auch mit diesen Sparkles herausgefunden habe, wie ich sowas super schön anwenden kann. Und da wird das nochmal eine zweite Chance bekommen. Dieser Matte Dream Blush von Maybelline ist noch fresh, also der ist noch gut, den habe ich auch vor gar nicht so allzu langer Zeit noch in Anwendung gehabt, aber den sehe ich auf meiner Haut leider nicht so wirklich. Ne? Da kommt für mich nicht genug von ab und deswegen habe ich da andere, zu denen ich lieber greife. Von Bella Pierre Cosmetics haben wir alle, die Boxen irgendwann mal im Abo hatten, auch dieses wunderschöne Puder, was einfach gelb ist. Ne? Passt nicht so ganz bei mir. Dann habe ich hier noch einen Blush von Kiko. Das ist der Unexpected Paradise Blush in der Farbe 02. Und wie gesagt, da habe ich den einen oder anderen Blush, der dem sehr nahe kommt. Der ist halt sehr, sehr schimmernd und für mich persönlich sogar zu schimmernd. Mag ich nicht so gerne leiden. Dann habe ich hier noch einen Cream Blush aussortiert oder einen Blush Mousse Blush von Magic Finish im Asam. Nee, also ich finde es einfach zu kompliziert anzuwenden, muss ich sagen, weil man muss aufpassen, in welcher Menge und so weiter und so fort. Dann habe ich zwei Mascaras aussortiert von BH Cosmetics, das sind ja die neuen, die fand ich beide schlecht. Für mich Feathered Lash Lift and Lengthen und Bold Ego Volume Mascara. Ich hatte keinen Unterschied bei beiden gesehen tatsächlich, die waren halt alle beide quasi unsichtbar auf meinen Wimpern.
Schade Schokolade, ne? Und ich habe ja schon, dass ich, oder ich verwende ja schon Augenbrauenserum auch, aber auch Wimpernseren. Und wenn Mascaras darauf nicht funktionieren, dann denke ich mir immer, ja gut, dann ist da irgendwas nicht richtig mit, ne? Dann die Rival de Loop Meets Q10 Under Eye Powder Geschichte habe ich, glaube ich, sogar in einer größeren Größe, genau, weil das ist ein Standardsortiment gekommen. Das Produkt an sich ist sehr, sehr schön und sehr empfehlenswert, aber wie gesagt, ich brauche es nicht doppelt. Bis ich das aufgebraucht habe, vergehen Jahre und Jahrzehnte. Von Colourpop, die Snow White Palette, hat mich leider echt enttäuscht. Da habe ich euch bei Claudis Bunte Welt ein Schminki zugedreht und nö. Ich glaube, dass bestimmt jemand aufgrund des Packagings, mindestens aufgrund des Packagings, diese Palette haben wollen wird. Und deswegen darf sie gehen. Revolution Pro habe ich hier die Peach Blush Palette. Die stand jetzt wirklich schon lange in meiner Sammlung und ich habe da immer wieder das Ding in der Hand gehabt und die dann immer wieder weggelegt, weil ich gedacht habe, ach nö. Ich finde die halt unsexy. Die ist halt so unspektakulär gestaltet, ne? Dass ich die einfach nicht so schön finde. Wenn diese Palette so eine Verpackung hätte, würde die bleiben dürfen. Ja, aber da habe ich halt andere Revolution Blushes, die ich definitiv schöner finde. Was mich jetzt auch verlassen darf, ist hier von NYX mit Avatar Pandoran Paradise. Das ist diese Blush-Palette, die schon sehr besonders ist. Also wir haben hier auch sehr, sehr extravagante Töne drin, weil zum Beispiel dieser Ton hier, ne? Dieser sehr cremige, das ist ein cremiger Ton, genau. Diese Seite, da waren Creme, sind das alles Cremetöne? Nee. Cream to Powder hast du ja nämlich teilweise auch dabei. Also du hast hier sehr spezielle Töne auch mit dabei, ne? Aber zum Beispiel dieser Ton erinnert mich auch ein bisschen an dieses Lila, was wir auch in der Lidschattenpalette von Maxime mit drin haben. Wie witzig ist das denn? Okay, cool. Ja, ist hauptsächlich eine Cream to Powder Palette. Finde ich sehr speziell, aber halt auch irgendwie, ich mag die nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich mag sie einfach nicht in meinem Gesicht. Ich mag sie nicht anwenden. Und dann sollte man, wie gesagt, auch mal einen Schlussstrich ziehen können. Weiter geht es mit einem weiteren Augenbrauenprodukt hier von Physicians Formula. Das hatten wir mal auch in irgendeiner Surprise-Box mit drin. Eye Booster ist nicht so meine Welt. Also dieses Augenbrauen-Highlighting-Ding hier hinten verwende ich gar nicht. Und dieser Augenbrauenstift ist mir zu klobig und irgendwie zu hart. Und ich weiß nicht. Irgendwie, die Spitze ist irgendwie schräg, deswegen habe ich da gerade dran rumgefusselt. Nee, der geht weiter. Ja, dann habe ich hier auch noch Starry Sky Brow Powder von Rival de Loop in der Farbe Medium Brown 01. Das ist halt nicht so meins, ne? Da sind wir halt wieder bei den Geschichten Augenbrauenpomade, Augenbrauen gefärbtes Gel. Die XXL Volumen Mascara von dem Asa Magic Finish habe ich, glaube ich, doppelt, weil das habe ich jetzt in so einem Duo-Fee mit drin, was ich übrigens auch aussortiert habe. Okay, ja, dann fand ich offensichtlich die Mascara auch nicht so klasse. Du hast hier nämlich einmal eine Lash Base bei diesem Ding mit dabei gehabt und dann die Mascara an sich. Ich erinnere mich auch gerade, dass ich da halt nochmal einen nachlegen musste, weil mir das einfach zu wenig war. Dann habe ich hier von Yves Saint Laurent den Touche Eclat Blur Primer. Der ist halt sehr silikonig und mir persönlich zu wenig Feuchtigkeit spenden. Den hatte ich mal in der Look Fantastic Surprise Mystery Blah Box drin. Nee. Applikator blöd zum Spachtel, Boinja. Eine Lidschattenbase von Rival Loves Me habe ich aussortiert. Eyeshadow Glow Base and Highlighter. Das ist diese hier. Die macht leider nicht das, was sie machen sollte. Also sie ist an sich auch eine schöne Lidschattenbase, definitiv. Wenn man da darüber halt richtig glowy poey, die hätte ich heute wirklich verwenden können, ne? Lidschatten verwendet, aber die ist eher so ein Highlighter-Pöttchen. Würde ich tatsächlich auch eher als Highlighter verwenden und empfehlen. Es ist noch eine Augenbrauenpomade. Ihr habt es auch schwer gehabt mit mir. Man kann es nicht anders sagen. Mensch, Mensch, da bin ich ja echt durchgefegt. Von Uoga Uoga. Die wird nicht weitergegeben werden, weil zum Zeitpunkt... die ist nur bis 3.8. haltbar. Diesen Jahres, ne? Das heißt, die wird... die hat auch schon... Wollt ihr das sehen? Die hat einen Pflaum. Wollt ihr das? Ihr wollt sowas sehen, ne? Es ist halt Naturkosmetik. Was willst du machen, ne? Sieht man den Pflaum? Iba. Das ist ja schon nicht so geil, ne? Sie wäre rein MHD-technisch noch haltbar gewesen. Nur mal so am Rande, ne? Es ist der 29. Juli. Es ist noch nicht August.
Die Mascara von Fenty Beauty finde ich leider nicht so gut. Hella Thick, ne? Die hat nichts bei mir so reißen können. M. Asam Build Up Fiber Mascara war leider auch nicht so der Burner. Dann noch ein Faint Parfum, die haben es auch nicht leicht bei mir gehabt. Beach Bliss auf den ersten Sprüher hat super gerochen, aber wie gesagt, das verfliegt halt so schnell. Was soll das denn, ne? Da greife ich lieber zum Original. Also Charlotte Tilbury hat schöne Blush Wands, die kann man gut verwenden. Aber hier diese Revolution Pro Hydra Bright Cream Blushes kann ich nicht empfehlen. Tatsächlich. Also bei mir sind die halt zu schnell weg. Deswegen nie. Nie. Einfach nie. Ja, beide schon benutzt. Das ist natürlich schade, ne? Ist wie es ist. Concealer-technisch habe ich hier auch noch zwei. Einer ist mir gekippt. Das ist hier von Natasha Denona, der Transfix Matte Concealer. Aber ich meine mich zu erinnern, dass als ich den bekommen habe, der auch schon irgendwie so getrennt war. Egal, der ist jetzt einfach mal weg. Und der High Class Liquid Concealer von M. Asam, den finde ich persönlich nicht so gut wie den Stick Concealer, den die jetzt haben. Den finde ich nämlich richtig gut. Und der hier ist dann halt zu sehr, dass er mir in die Fältchen kriecht. So, dann habe ich noch ein Lippenprodukt von Kaja hier tatsächlich. Der hat mir nicht so gut gefallen. Weil ich meine, dass ich die Farbe furchtbar fand. Ich weiß nicht, warum genau ich den hier reingepackt habe. Hat mich auf jeden Fall nicht so sehr überzeugt, wie er das hätte können. Eine Palette habe ich aussortiert von Shrek mit Revolution. Das habe ich euch in unserem Hashtag ungeschönt Juli-Format gezeigt. Der Look war okay, als er dann halt am Ende fertig war, ne? Aber ich fand, es war schon ziemlicher Krampf mit der Palette. Schade eigentlich, ne? Denn ich mag Shrek gerne. Und dann habe ich hier einfach noch zwei Lippenstifte aussortiert von dem Asam. Das heißt nicht, dass ich die schlecht finde. Ich habe einfach super viele da. Die sind jetzt auch gar nicht mehr im Sortiment oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass meine Freundinnen das einfach cool finden und die dann auch gerne verwenden werden. Red Ribbon habe ich hier einmal in der kleinen Variante und dann nochmal den Holiday Crush. Genau, das sind halt beides Lippenstifte, die ich auch schon angewendet habe. Aber ja, ich habe halt andere und da greife ich dann auch eher zu. Vor allem, wenn ich die dann euch auch noch verlinken kann, wenn ihr danach fragt. So, jetzt habe ich meinen Tisch voll und die Box leer. Und ihr habt jetzt auch so ein bisschen gesehen, was meine Sammlung verlassen darf. Es ist halt immer wieder so, dass ich das dann immer, während ich mich schminke, merke, ne? Oder halt, das ist halt nicht so, dass ich jetzt so meine Schränke aufmache und dann Schubladen aufreiße und rampapapam, das alles so durchgeht. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Ich versuche das dann halt wirklich beim Schminken zu machen oder wenn ich halt gerade ein neues Produkt suche und sehe, ach Mensch, das Produkt ist abgelaufen oder sonst irgendwas, dann muss es dann halt auch gehen, ne? Ihr Lieben, so, das ist es nur gewesen. Vielen Dank, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Das war ja echt ein sehr langer Monolog von meiner Seite. Ich hoffe, dass ihr irgendwas mit rausnehmen könnt, dass ich euch vielleicht ein Produkt vor einem Fehlkauf bewahren konnte, sage ich jetzt einfach mal. Wobei, wenn ich jetzt hier so drüber gucke, sind es halt doch relativ viele Produkte, die einfach gar nicht mehr verfügbar sind. Aber gut. Ihr Lieben, das wäre es hier einmal gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.